Moin liebe Trickster und willkommen zum heutigen Video 5 Anfänger-Zaubertricks mit Alltagsgegenständen, die jeder von euch zu Hause mitmachen kann. Das sind alles Tricks, die ich auf meinem Kanal schon erklärt habe, also ihr bekommt auch ausführliche Erklärungen mitgeliefert. Alle Gegenstände, die ihr heute braucht, habt ihr schon bei euch zu Hause, also ihr braucht keine teuren Zauberkarten oder sowas, sondern nur euch selbst und ein paar Utensilien. Kommen wir zu Trick Nummer 1. Für Trick Nummer 1 braucht ihr nichts weiter als einen Stift. Und mit diesem Stift machen wir den guten alten Stift durch die Nase rein und aus dem Mund wieder raus und alle Zuschauer machen Zaubertrick. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt den Stift, ihr dockt ihn an eurer Nase an. Ja, ihr müsst wirklich so ein bisschen ins Nasenloch rein, damit es authentisch aussieht. Oh. Mm, oh good and tasty. Also wenn ihr es eklig findet, ist der Trick eher weniger was für euch. Wir halten den Stift in diesem Griff, wir nähern uns der Nase und in dem Moment, in dem der Stift das Nasenloch berührt, lockern wir unseren Daumen und können dadurch den Stift entlang wandern. Wir lockern unseren Daumen und können so den Stift entlang wandern bis hier oben hin und halten ihn hier unten mit unserem Daumen fest. Sieht also von vorne so aus. Zack. Und es sieht wirklich so aus, als würden wir uns den Stift immer tiefer in die Nase schieben, wie bei einem Corona-Test. Eigentlich haben wir aber nur die Spitze hier vorne angedockt, just the tip, und halten ihn hier unten fest. Jetzt passiert in einer flüssigen Bewegung Folgendes. Wir wandern mit dem Stift runter Richtung Mund und halten ihn so hinter unseren Fingern versteckt, ja. Wir wandern runter Richtung Mund, greifen den Stift mit unseren Lippen und wandern mit der Hand in einer flüssigen Bewegung weiter. Das ist also eine flüssige Bewegung. Zack, hoch. Und in der gleichen Bewegung runter. Okay, und das muss im gleichen Tempo passieren. Und in schnell sieht das dann so aus. Aktuell ist es, glaube ich, super lustig, wenn ihr das mit so einem richtig langen Wattestäbchen macht, mit dem auch normalerweise so ein Corona-Test gemacht werden würde. Ich glaube, da kann man tatsächlich ganz lustig mit arbeiten. Wenn ihr diesen Trick jetzt aber wirklich lernen und nachmachen wollt, schaut bitte das Video in der Infokarte und ich habe den Link auch in der Videobeschreibung platziert. Da erkläre ich euch nochmal die ganzen Details und gebe euch noch ein paar mehr Hintergrundinformationen, damit ihr das wirklich gut nachmachen könnt. Kommen wir zu Trick Apo. Dankeschön. Das heißt Rap. Ja, okay. Bei Trick Nummer 2 erwecken wir die Illusion, wir könnten in der Luft schweben. Dafür brauchen wir nichts weiter als uns selbst. Das Ganze funktioniert am besten draußen, während wir Schuhe tragen und in der prallen Sonne. Es handelt sich hierbei nämlich um eine rein optische Illusion. Von der Seite sieht das Ganze nämlich folgendermaßen aus. Der eine Fuß bleibt starr in der Luft, während wir uns beim anderen Fuß auf Zehenspitzen stellen. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Beine schön durchgestreckt bleiben, der ganze Körper hält Körperspannung, damit es wirklich authentisch aussieht. Im passenden Winkel, ja, hier ist der Winkel ganz, ganz entscheidend, im passenden Winkel verdeckt nämlich der starr in der Luft hängende Fuß die Zehenspitzen. Außerdem werfen wir vor allem in der prallen Sonne einen Schatten und all das führt insgesamt kombiniert zu dieser schönen Illusion. In dem Video da oben und auch Link in der Videobeschreibung, wie gesagt, erkläre ich euch ganz genau, wie weit weg müssen wir vom Zuschauer stehen, in welchem Winkel müssen wir stehen und noch ein paar mehr Details, dass ihr das wirklich perfekt nachmachen könnt. Schaut euch das Video gerne an und jetzt kommen wir zu Trick Nummer 3. Bei Trick Nummer 3 brauchen wir nichts weiter als einen Strohhalm. Diesen Strohhalm jagen wir uns jetzt nämlich einfach mal ganz entspannt durch den Hals und wir zeigen, dass wir ihn wirklich durch den Hals gesteckt haben, weil er jetzt in unserem Mund steckt. Warum hat sich meine Stimme so überschlagen? Wir können den Strohhalm auch wieder rausziehen und dem Zuschauer zum Untersuchen in die Hand geben. Hierbei handelt es sich eher um einen Zaubertrick für Instagram oder TikTok, weil in einer echten Real-Life-Situation die Vorbereitung für diesen Trick ein bisschen schwierig, vor allem für einen Anfänger, ein bisschen schwierig zu koordinieren ist. Das Ganze funktioniert nämlich folgendermaßen. Wir schneiden ein kleines Stück vom Strohhalm ab und platzieren das vorher in unserem Mund. Ich würde euch empfehlen, am besten hier seitlich hinter den Backenzähnen sozusagen, weil dann können wir am besten weitersprechen. Also wenn das hier das Stück Strohhalm ist, genau hier, die können wir nämlich ganz schön mal reinlegen. Warum musst du denn jetzt mit deinem Wohika hier anfangen? Ich will drehen! Oh, Kind hat sie auf die Fresse gelegt. Perfekt. Karma. Genau, also entweder hier oder unter eurer Zunge. Ich würde euch aber, wie gesagt, in der Backe empfehlen, weil dann könnt ihr am besten sprechen. Wir nehmen den Strohhalm, docken ihn an unserem Hals an und machen dann genau die gleiche Bewegung wie auch schon beim Stift vorher. Mit der Hand gehen wir hoch, während wir den Stift bzw. den Strohhalm locker lassen. Ja, der Daumen wendet keine Kraft an, sondern hält den nur ungefähr fest an Ort und Stelle. Währenddessen gehen wir hier hoch und von vorne sieht es wirklich so aus, als würden wir das Ganze in unseren Hals schieben. Ja? Und während wir das Ganze in den Hals schieben, drücken wir das Stück Strohhalm zwischen die Zähne und ziehen das Ganze wieder raus. Ich habe euch in dem Video da oben und auch in der Videobeschreibung alles nochmal ganz genau erklärt, wann macht ihr was, wie sieht das Ganze am natürlichsten aus. Und wie gesagt, ich würde eher sagen, das Ganze ist eher für Social Media, weil wir halt das Stück Strohhalm in unserem Fingerpalm halten und im genau richtigen Moment in unserem Mund befördern müssen. Dafür brauchen wir Erfahrung, Zuschauermanagement, richtige Misdirection. Das sind alles Begriffe, die ich euch hier auf meinem Kanal beibringe. Wir beschäftigen uns hier ausführlich mit Zauberei. Also wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, drückt gerne auf den Abonnieren-Button und
und aktiviert die Glocke. Ich lade hier viermal die Woche Videos hoch rund um das Thema Zauberei. Ich bringe euch Zauberei bei, ich zauber für euch, ihr zaubert für mich, wir zaubern für uns gegenseitig. Ich erkläre Zauberei nicht. Schaut es euch einfach an und überzeugt euch selbst. Wenn ihr Interesse an Magie habt, ist das hier der genau richtige Kanal für euch. Okay, kommen wir zu Trick Nummer 4. Für Trick Nummer 4 brauchen wir nur ein Gummiband und können direkt loslegen. Wir wickeln dieses Gummiband nämlich um unseren Daumen und auf magische Art und Weise durchdringt es unseren Daumen. Optisch ist diese Illusion, finde ich sogar, die stärkste von den 5, die ich euch heute vorstelle, weil es wirklich so authentisch aussieht. Das Gummiband durchdringt einfach wirklich unseren Daumen. Und wir haben noch so einen schönen Abdruck auf dem Daumen, ja, weil sich das Gummiband richtig reingebohrt hat in die Haut. Das sieht einfach sau authentisch aus. Kurz zusammengefasst funktioniert das Ganze so: Wir wickeln auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit einem kleinen Handgriff das Gummiband um unseren Daumen und ziehen daran. Und durch dieses Ziehen, durch die Spannung, bildet sich nämlich eine kleine Schlaufe, die sich nicht lösen kann. Erst wenn wir etwas locker lassen, dann löst sich die Schlaufe und das Gummiband springt weg von unserem Daumen. Es sieht aber wirklich sau authentisch aus, als würde es durch den Daumen durchwandern. Ich werde euch jetzt nicht im Detail erklären, wie dieser Griff funktioniert. Schaut dazu das Video in der Infokarte da oben und den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schaut euch das ganz genau in Ruhe an. Das war Trick Nummer 4 und jetzt kommen wir auch schon zu Trick Nummer 5, dem letzten für heute. Hierbei handelt es sich weniger um einen Zaubertrick, sondern eher um eine Wette, die ihr immer gewinnt. Ihr braucht dazu nur zwei Taschentücher, eins für euch, eins für den Zuschauer. Die müssen genau gleich groß sein. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr wettet mit euren Freunden. Wetten, ich habe mehr Kraft als du. Und eure Freunde werden sagen, pah, von wem? Dann stellen wir die Kraft jetzt unter Beweis. Sowohl ihr als auch eure Freunde bekommen ein Taschentuch in die Hand und ihr sollt es so klein drücken wie nur möglich. Knüllen und mit richtig viel Kraft das Ganze zusammenpressen. Ihr beide öffnet eure Hände und natürlich hat es euer Freund oder eure Freundin nicht ansatzweise geschafft, das Taschentuch so klein zu drücken wie ihr. Das Ganze ist also weniger ein Zaubertrick, sondern eine Wette, die ihr immer gewinnt. Wir nutzen aber eine Methode aus der Zauberei, um diese Wette immer zu gewinnen. Kurz zusammengefasst funktioniert das Ganze so, dass wir heimlich einen Zipfel vom Taschentuch abreißen und den Rest des Taschentuchs im genau richtigen Moment entfernen. Wie genau ihr das aber macht und wann genau der richtige Moment ist, was ihr dabei sagt, wie ihr dabei euren Körper bewegt etc. All das habe ich euch in dem Video da oben und auch in der Videobeschreibung ganz genau erklärt. Schaut euch das Video an, wenn ihr diese Wette nachmachen möchtet. Ganz viel Spaß beim Abziehen eurer Freunde. Dankeschön, dass ihr euch dieses Video heute angeschaut habt. Vergesst den Daumen nach oben nicht und wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Mein Name ist Matthias Berger. Und ich bin hier jetzt raus. Und ja, ich trinke meinen Kaffee immer mit dem Löffel drin. Eins in den Chat, wer das auch tut. Übrigens, ich streame auch auf Twitch. Also lasst gerne einen Follow da, um sowas hier nicht zu verpassen. Live aus dem Weltall! Woo! Ab in die Zentrale, Freunde! Wenn du jetzt immer noch dran bist, dann schreib mir doch jetzt in die Kommentare rein, wie isst du deine Pommes, mit Mayo oder mit Ketchup oder mit Senf?